Hallo ihr Lieben, ich bin's, Fernanda Brandau, und ich hoffe, es geht euch gut und dass ihr gesund und wohlauf seid. Wir durchlaufen schwierige Zeiten gerade in der Corona-Krise, aber wir merken auch, dass diese Zeiten uns trotz körperlicher Distanz irgendwie zusammenbringen. Und wir sehen, wie viele tolle Möglichkeiten es gibt, Dinge anders umzusetzen, als wie wir es bisher gemacht haben. Und damit dein Training nicht zu kurz kommt, habe ich hier ein schönes Zirkeltraining Tabata-Style für dich, was du zu Hause machen kannst, jederzeit und fit bleibst. Denn eins ist sicher, irgendwann ist die Krise vorbei und der Sommer wird nicht warten. Aber es geht um mehr als nur gutes Aussehen. Das ist ein Abfallprodukt sozusagen von dem Training, von dem, was wir in unsere Gesundheit investieren, in unser Immunsystem. Ich sage immer, Emotionen brauchen Platz, also müssen wir durch Motion, also durch Bewegung, Platz für diese Emotions in unserem Körper schaffen. Sport ist ein Katalysator. Sport hilft dir, Endorphine auszuschütteln, hilft dir, mit Stress und Belastung besser klarzukommen. Und du hast einen super Body für den Beach, wenn der wieder geöffnet ist. Ihr seht, ich nehme das Ganze mit Humor, das ist auch wichtig. Lachen ist gesund. Und vor allem, wenn es so absurd ist wie jetzt, darf man seinen Humor nicht verlieren. Also, viel Spaß beim Workout und bleib gesund. Are you ready? Wir starten mit Übung Nummer 1. Squat, also Kniebeugen. Du stehst ungefähr hüftbreit. Schulter zeigen nach vorne. Hüfte zeigt vorne. Du gehst jetzt mit deinem Po Gesäß nach hinten, als würdest du dich auf den kleinsten Stuhl der Welt hinsetzen. Und kommst wieder hoch. Ich glaube, so könnt ihr noch meinen Kopf sehen. Und nach hinten. Und nach oben. Wenn du nach oben kommst, kneifst du die Po-Backen zusammen. Wenn du nach unten gehst, hast du das ganze Gewicht auf deinen Fersen. Arme gehen nach vorne als Gegengewicht. 20 Sekunden lang. Zack. In deinem Fluss, in deinem Tempo, versuch ein zügiges Tempo anzuziehen. Wenn die 20 Sekunden vorbei sind, hast du 10 Sekunden Pause. Wir kommen zu Übung Nummer 2. Squat mit einem gedrehten Jump. Das heißt, hier gehst du runter. Hopp. Wenn du hochkommst, machst du dich bereit für die Drehung. Das ist eine gesprungene Drehung. Das heißt, ich nehme hier meinen Schwung und drehe mich. Boom. Wenn ich hier angekommen bin, gehe ich wieder in den Squat. Komme hoch. Kraft in die Beine abdrücken. Richtig schön mit den Abs arbeiten, damit du diesen Twist schaffst. Und zack. Und boom. Hoch. Drehen. Tief. Up. Drehen. Genau. Zwei noch. Natürlich läuft auch hier deine Zeit. 20 Sekunden. Dann hast du wieder 10 Sekunden Pause danach. Das Ganze machst du viermal, also viermal jede einzelne Übung, immer mit den 10 Sekunden Pause dazwischen. Wir kommen nun zu Runde 2. Du machst gesprungene Lunges, abwechselnd die Beine. Versuch deine Knie schön im 90-Grad-Winkel zu halten und auch das hintere Bein schön zu beugen. Wir springen auf in den Ausfallschritt. Und boom, 2, 3, genau. Schön beide Knie beugen, lass den Oberkörper zentriert, nicht nach vorne fallen, Bauch fest, 20 Sekunden lang, glaub mir, bei der vierten Runde, boah, da spürt man das, okay? Wenn die 20 Sekunden vorbei sind, hast du wieder 10 Sekunden Pause und dann kommst du in eine etwas weiter als hüftweit geöffnete Position, die Fußspitzen zeigen nach außen und wir gehen in den Side Lunge, das heißt, bup. Und wechseln. Füße bleiben nach außen gezeigt. Nur dein Oberkörper. Der schwingt von links nach rechts. 20 Sekunden lang. Und wenn die vorbei sind, 10 Sekunden Pause. Und auch hier machst du das ganze Spiel von vorne. Wieder die gesprungenen 20 Sekunden. 10 Sekunden Pause. Dann wieder die Side Lunge. 20 Sekunden, 10 Sekunden Pause. Viermal den kompletten Block. Wir kommen nun zum nächsten Block. Dafür brauchst du eine Matte. Ich habe meine hier schon bereit. Du stehst am Anfang deiner Matte. Wir beugen uns vor und krabbeln dabei nach vorne in einem Plank. 20 Sekunden lang. Los geht's. Runter. Plank. Und wieder zurück. Komm nach oben. Runter. Plank. Wieder zurück. Ab nach oben. Das machst du 20 Sekunden lang. Und achte bei deiner Plank, dass du nicht hier bist und schummelst, sondern wirklich drück deine Fersen nach hinten.
Und lass den Bauch nicht so hängen, sondern zack, drück dagegen. Po fest, Bauch fest. Okay, ein letztes Mal. Krabbel, 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 krabbel. Und versuch das Ganze so schnell wie möglich, aber so sauber wie möglich. 10 Sekunden Pause. In diesen 10 Sekunden Pause kommst du nach unten in die Plank-Position. Achte darauf, dass deine Arme im 90-Grad-Winkel sind zu deinem Oberkörper. Ich bin ein bisschen weiter weg vom Regal. So, Plank-Position. Jetzt wirst du deine Knie zu den Armen ziehen. Zack, zack, zack. Aber mit Tempo. 20 Sekunden. Los geht's. Und zack, 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 zack. Tempo, 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 Tempo. Yes! Bis 20 Sekunden. Danach hast du wieder 10 Sekunden Pause. Stehst wieder auf und machst hier weiter. 20 Sekunden. Und danach 10 Sekunden Pause. Und dann wieder zurück in den Mountain Climber. Das war Block 3. Auch hier wiederholst du jede Übung 4-mal, okay? Und wir kommen nun zum letzten Block. Lege dich auf den Rücken, auf deine Matte. Die Füße sind aufgestellt. Das ist eine Übung, die ich liebe aus dem Pilates. Viele Leute machen Bauchübungen sehr unbewusst. Ziehen mit viel zu viel Kraft, es geht in den Nacken rein. Da wird mit Schwung gearbeitet, da ist viel der Hüftbeuger drin. Hier wollen wir wirklich mit der Tiefenmuskulatur arbeiten, rein aus dem Bauch. Das heißt, wir legen uns hin. Das ist der bequeme, entspannte Teil. Nehme deine Arme über deinen Kopf. Wir atmen ein durch die Nase, atmen aus durch den Mund und dabei spannen wir unseren Bauch ganz, ganz doll an. Das ist eine Technik aus dem Pilates, Powerhouse aktivieren. Du atmest natürlich weiter, aber in die Flanken, so dass deine tiefen Bauchmuskulatur einfach angespannt bleibt. Und wir ziehen uns hoch, ganz langsam und ganz kontrolliert, bis du hier bist. Und jetzt von hier, du atmest wieder ein durch die Nase, aus. Bei dieser Ausatmung kippt als erstes dein Becken super kontrolliert, super langsam. Dann legst du erst den nächsten Wirbel deiner Wirbelsäule auf die Matte. Und so weiter, wie eine Schneekette. Und schau mal, wenn ich hier bin, hier passt kein Blatt Papier zwischen. Ich klebe an der Matte, das heißt, mein Bauch ist eingespannt. Nochmal das ganze Spiel. Einatmen durch die Nase. Ausatmen, Powerhouse aktivieren. Und jetzt ziehst du dich nach oben. Ohne Schwung, nur mit Technik. Und natürlich Kraft. Hier wieder einatmen, ausatmen, Powerhouse aktivieren, kipp dein Becken wie eine Schaufel. Das ist der erste Schritt. Der zweite ist jetzt, dass mein Lendenwirbelbereich die Matte berührt und dann erst der mittlere Rücken, Schulterblätter, bis mein Kopf auf der Matte liegt. Ein letztes Mal, weil die Atmung so besonders ist, einatmen durch die Nase, ausatmen, Powerhouse aktivieren, der Bauch ist flach. Kennt ihr einige Leute, wenn sie Bauchübungen machen, haben sie so einen dicken Luftbauch. Der Bauch muss hier flach sein an dieser Stelle für das Powerhouse. So, und du kommst nach oben mit Kraft. Jawohl. Und einmal aus. Einatmen durch die Nase. Ausatmen. Becken kippen. Mach dich ganz, 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 ganz rund. Und versuch Länge zu gewinnen. Mit jedem Wirbel, den du ablegst, versuch dich zu strecken. Yes, das war Übung 1. Und jetzt kommt unsere letzte Übung. Auch eine Pilates-Übung. Wieder machen wir das gleiche Spiel. Du atmest ein, atmest aus, aktivierst das Powerhouse, bringst deine Füße nach oben. Deine Arme sind gestreckt. Genau, versuch hier einen schönen 90-Grad-Winkel zu lassen. Und jetzt pumpst du. Aber ganz schnell. So richtig, richtig, richtig schnell. Dass du das Gefühl hast, du hast eine physische Kraft unter dir, die wirkt. Diese Übung heißt Hundreds. Achte auch darauf, dass du hier eine Faustabstand zwischen Brust und Kinn hast. So, 20 Sekunden die Hundreds, 20 Sekunden
die Row Downs. Und das Ganze natürlich im gleichen Format. 20 Sekunden Übung, 10 Sekunden Pause, 20 Sekunden Übung, 10 Sekunden Pause. Viermal jede Übung. Ich hoffe, ihr habt es verstanden. Falls ihr Fragen habt, schreibt mir gerne. Ich freue mich. Bleibt gesund, bleibt motiviert. Und wir sehen uns ganz, ganz bald wieder und trainieren zusammen. Bis dahin, alles Liebe.